Der Hajang. Die berühmteste und vielleicht auch schönste Motorradstrecke in ganz Asien. Unberührte Bergdörfer, schmale Wege direkt am Abhang und wunderschöne Landschaften, die wir so noch nie gesehen haben. Die meisten Touristen fahren den Hajang mit einem Guide, da die Straßen teilweise echt gefährlich sein sollen. Wir haben uns aber dazu entschieden, das größte Abenteuer Vietnams auf eigene Faust zu erkunden. Wir sind Clara und Jonathan und reisen mit unserem eigenen Motorrad durch ganz Vietnam. Nach 2800 Kilometern auf dem Bike sind wir jetzt in Hajang angekommen. Hier starten wir unsere dreitägige Tour durch den Norden Vietnams. Wir sind die letzten beiden Tage von Sapa nach Hanyang gereist und gestern war einfach der härteste Tag unserer bisherigen Reise. Google Maps hat uns mehrfach falsch geschickt. Wir waren teilweise 30 cm tief im Schlamm und ja, komplett verzweifelt. Dann haben wir abends noch gesehen, dass unser Rücklicht kaputt ist und der Ölwechsel ist auch wieder fällig. Deswegen geht's jetzt erstmal in die Werkstatt. Man kann die Hajang-Tour entweder selbst fahren, wie wir jetzt, oder mit einem Easy Rider, der einen entfernt, man sitzt da hinten drauf. Und wir sind gerade an der Gruppe vorbeigelaufen von diesen Easy Ridern und es waren einfach so 20 Stück, alle mit dem gleichen Motorrad da außen, so einem Bienenschwarm. Und die haben sich gerade besprochen und dann kamen die Touris rausgeschwärmt. Ich glaube, das ist schon eine coole Erfahrung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue SIM-Karte holen. Unsere ist nämlich abgelaufen und ja, nehmen wir euch dann mit. SIM-Karte, check. Essen, check. Packen. Check. In dem Video sind alle drei Tage drin, die wir auf dem Hajang Loop verbringen. Also ihr seht den gesamten Weg. Dadurch ist die Folge natürlich viel, viel länger. Bestimmt 20 bis 30 Minuten. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr das findet. Ob euch so lange ist, ob es langweilig wird oder ob es gut ist. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Gebt dem Video ein Like oder Kommentar, wenn es euch gefällt. Und jetzt geht's weiter. Der Hajang Loop ist ein relativ großes Areal im Norden von Vietnam. Und man kann das entweder, wie gesagt, als Tour machen oder selbst fahren. Und da kann man sich auch entscheiden, wie viele Tage man machen möchte. Wir machen jetzt drei Tage, aber wir fahren nicht die konventionelle Route, sondern wir haben uns das ein bisschen selbst zusammengebaut, weil wir einfach den großen Menschenmassen entgehen möchten. Wir gucken jetzt mal, wie der erste Teil der Strecke wird. Ich bin echt gespannt, ob uns gleich Schlamm erwartet, was uns generell erwartet, ob wir wieder durch die Wolken fahren. So, wir sind nicht mal 10 Minuten aus Hajang rausgefahren und wir müssen einfach direkt anhalten. Ich will unbedingt Drohne fliegen. Die Landschaft sieht schon zu krass aus. Also die Fahrt bis hierher war jetzt schon wieder wunderschön. Ich weiß einfach nicht, wie diese Strecke werden soll. Es ist zu krass. Ich hoffe auf jeden Fall richtig doll, dass wir heute nicht wieder so ein Pech haben wie gestern und durch den kompletten Matsch fahren werden. Wir sind gerade so einen Berg runtergefahren, rein in die Klippen. Das ist so krass, wir haben gerade noch mal drüber geredet, inwieweit sich die Strecke bisher anders anfühlt. Und es ist einfach so, als wären wir viel mehr im Dschungel drin. Es fühlt sich halt wirklich an, als wären die Dörfer halt in den Dschungel gebaut. Und es ist alles auch viel, viel, viel kleineren Platz. Und ja, dadurch fühlt sich irgendwie an, als wäre man noch mehr mittendrin. Und dann fährt man einfach die ganze Zeit durch so Kurven wie die und wird überrascht von dem nächsten Berg. Von der nächsten Hammer-Aussicht. Das ist so geil. Weil ich und Marc als Fahrer während des Fahrens nicht so viel sehen, wir gucken natürlich meistens nach vorne und nur so ein bisschen im Augenwinkel die Landschaft sehen können, haben wir uns entschieden, wir machen immer so eine Minute Cookstops, wo wir wirklich einfach nur ranfahren, nicht absteigen, gucken, Landschaft genießen. Und ja, hinter euch ist gerade der Spot unserer Wahl. Es sieht so krass aus. Die Berge sind wirklich einfach, es schießt einfach ein Berg aus dem Boden, in der Mitte läuft ein Fluss durch. Es sind so schöne Landschaften. Die Straße bisher war auf jeden Fall relativ gut. Wir haben gelesen, die soll schlecht sein, aber
War echt gut, ein paar Schlaglöcher, aber ansonsten tipptopp. Wir sind gerade die ganze Zeit so ein bisschen einen Bergpass gefahren entlang von einem Fluss. Und wir hatten halt immer den Berg direkt links von uns und rechts von uns den Ausblick. Jetzt kamen wir um die Kurve, nachdem wir ein bisschen berghoch gefahren sind und sind quasi am Scheitel des Passes. Man sieht es vielleicht hier hinten, da geht das ganze Tal durch, der Fluss fließt lang. Und hier ist einfach die perfekte Aussichtsplattform. Ich wünschte, ich könnte hier ein Zelt aufbauen und hier einfach ein, zwei Nächte campen bei der Aussicht und ein Lagerfeuer machen. Wir sind jetzt weitergefahren, kurz durch ein Dorf, über so eine richtig coole Brücke drüber. Das Dorf sah schon echt sehr lokal aus, die Straße ein bisschen verschlammt, nicht so schlimm wie gestern, aber trotzdem ist es irgendwie für uns immer wieder krass zu sehen. Und jetzt fahren wir hier wieder bergauf, wieder eine Straße, die in was Schlimmem enden könnte. Aber unsere Regel ist immer, solange die Leute jetzt noch einhändig fahren, schaffen wir es auf jeden Fall. Und wir haben gerade einen gesehen, der einfach komplett einhändig gefahren ist, also sollte es kein Problem werden. Aber ja, guckt euch die Route an. Oh mein Gott. Und er fährt immer noch einhändig. Wir haben auf jeden Fall hier gerade ein paar andere Biker getroffen, die mit richtig großen Motorrädern unterwegs sind. Sind alles Locals. Der eine meinte auch, er hat 5 Jahre in Darmstadt gelebt und konnte einfach richtig gut Deutsch sprechen. Woher? Hamburg. Hamburg. Ah. Ja. Ich war in Darmstadt. 5 Jahre. Oh. Wow. Aber die sind ein bisschen besser ausgestattet. Die haben einfach noch riesengroße Scheinwerfer vorne am Motorrad dran. Und ja, ich glaube, die sehen auf jeden Fall auch mehr nachts und werden besser gesehen. Wir müssen jetzt warten, weil hier im Hintergrund ein Straßen-Upgrade wurde uns gesagt, durchgeführt wird. Man könnte wahrscheinlich vorbeifahren, aber es wäre wahrscheinlich auch zu gefährlich, weil der Baggerfahrer oder dieser Arbeiter dann halt immer gucken müsste, wer gerade durchfährt, dass er die nicht erwischt. Also ist es wahrscheinlich schon besser, wenn man einfach kurz absperrt. Und uns wurde gesagt, dass das öfter vorkommen kann hier am Hajang. Es sind auch so krasse Marslandschaften durch diese Huckelkrater, den roten Boden, wenig Zivilisation und dann so diese riesengroßen LKWs und Heavy Machineries, schon echt ein Abenteuer. Und wir warten einfach schon wieder, die Straßen werden schlechter. Oh mein Gott, hier ist gerade so eine Stelle, wo ein Erdrutsch war oder Steine auf jeden Fall auf der Straße liegen. Wir mussten gerade warten, bis die großen Brocken weggeklärt wurden. Jetzt ging es los, aber es lagen halt immer noch so 10 kleinere Felsen da. Dann haben die ersten Motorradfahrer das selbst weggeräumt und es war einfach Abgrund, ein halber Meter Fahrbahn und Steingeröll. Aber es ist einfach so knapp, direkt an der Kante. Das sah so gruselig aus. Das ist vor allem auch so gefährlich. Ja, wir sind jetzt hier quasi genau unterhalb der Wolkenschicht und gucken ins Tal rein, mitten am Abhang. Und unten sind einfach so viele kleine Local-Dörfer und Reisfelder. Es so mystisch durch die Wolkendecke und ja, die Farben kommen dann auch nochmal ganz anders zur Geltung und ich bin richtig froh, dass wir hier durchfahren. Auch wenn es ein bisschen schwieriges Terrain ist, irgendwie ist es total die, ja, ich glaube halt einfach eine einzigartige Erfahrung, wenn man so einen Offroad-Weg nimmt. Laut Navi sind wir in 17 Minuten schon in Dujia? Auf jeden Fall nicht Dujia, wir wurden berichtigt. Ist schon krass, irgendwie der erste Tag verflog doch ziemlich schnell, auch wenn die Straßen schon sehr fordernd waren. Wie krass! Ich fand, die Fahrt war einfach nur Hammer und es war die beste Fahrt bisher. Vor allem, weil mir die anderen Motorräder Mut gemacht haben, die so, du mit deinem Dirtbike kannst überall her. Und dann hatte ich so eine Manifestation, ich bin ein Dirtbike, ich kann hier durch. Und dann bin ich auch gefahren. Und das hat Marc sehr ernst genommen, denn er ist gefahren wie ein Maniak durch diese Schlammdinger. Die Aussicht, ne? Das ist unglaublich. Das ist wie so Dreiecke in der Landschaft einfach nur. Wir sind angekommen nach ungefähr 5 Stunden Fahren. Es ist jetzt 18 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Und das hier, wo wir jetzt sind, ist das wahrscheinlich schönste Hotel, wo wir bisher waren.
Er hat uns auch gerade direkt beim Reinfahren gefragt, ob wir schon eine Buchung haben, weil es ausgebucht ist. Und ich freue mich richtig aufs Zimmer nach diesem krassen Tag. Er hat aber nicht gefragt, ob wir gebucht haben, sondern er hat gefragt, do you have a reservation? Ah, really? So now I have one room, eh? So like, I'm big room, eh? So I think you are together, so maybe you stay in one room, it's okay? This one, the big one? Like, if okay, like, yeah, I have one, like, if you can share together. I don't know, oh, someone inside. Oh. Ja. Hm? Ah, someone inside. Was? Wieso ist da jemand auf dem Klo? Warum ist doch? Ich würde sagen, er putzt, aber ich denke nicht, dass er putzt. Ich erkläre euch mal ganz kurz die Situation. Wir haben per WhatsApp gebucht, weil wir die Nummer hatten und Geld sparen wollten. Und es hat viel weniger gekostet. Die Sparfüchse waren am Berg und er hat nicht mitgemacht, sondern hat unsere zwei Zimmer quasi ausgebucht und jetzt dürfen wir in ein Familienzimmer. Aber hier war gerade ein Vietnamese drin und hat laut Marc eine Atombombe da reingelegt. Das heißt, wir lassen jetzt lüften, warten, können wahrscheinlich einen Kaffee gehen, was essen und hoffen, dass der Geruch dann weg ist. Und wir sollen vielleicht was zu trinken für ein gemütliches Sleepover. Nice. Sleepover Party. So Leute, die Sleepover-Party ist vorbei. Guten Morgen aus dem Paradies. Wir sind aufgewacht mit dem Blick hier in die Berge, ins Grün rein. Jetzt gibt es Frühstück hier in der Unterkunft, damit wir danach möglichst schnell loskommen und viel Zeit in den Landschaften vom Hagiang Loop haben. Im Hintergrund fahren schon immer die Easy Rider vorbei. Wir wollen die ein bisschen durchlassen, dass die uns nicht nerven nachher. Und dann fangen wir und fahren auch los. Weiter geht's mit Tag 2. Nachdem wir gestern die ganze Zeit Offroad waren und auf den Wegen, die keine Tour fährt, starten wir jetzt hier erstmal aus diesem kleinen touristischen Dorf mit einer touristischen Unterkunft auf die richtige Route. Wir sehen auch die ganze Zeit schon Easy Rider hier vorbeifahren, vorne auf der Straße. Mit denen fahren wir jetzt erstmal so mit, 20 bis 30 Kilometer und danach geht's wieder abseits, hoffentlich nicht ganz so ins Gelände, aber trotzdem auf Straßen, die nicht so viel befahren sind. Und insgesamt warten heute auf uns so 91 bis 95 Kilometer. Ungelogen, es ist so heftig. Wir stehen hier gerade am Bergpass. Wir sind die ganze Zeit jetzt hier weiter hochgefahren an der einen Kante vom Berg. Und es ist safe eine der krassesten Aussichten, die ich je gesehen habe. Mal wieder, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe in der Vietnam-Reihe. Aber es wird halt einfach immer krasser, immer höher. Die Kluften werden nach unten immer tiefer und die Berge nach oben immer höher. Wirklich, jeder, der in Vietnam ist, kommt auf jeden Fall hier hoch in den Norden des Landes. Wir sind jetzt hier an der ersten Aussicht, direkt angehalten. Die kam auch wieder direkt 3 Minuten aus dem Ort raus. Ich zeige es euch mal kurz. Sieht crazy aus, oder? Und ja, naja, jetzt fahren wir weiter. Wir haben gerade ein paar Bilder gemacht. Es sieht auf jeden Fall schon wieder so aus, als könnte man hier alle 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten anhalten. Und jetzt genießen wir erstmal die Aussichten. Und dann hören wir uns wieder. Es hat auf jeden Fall einen Vorteil, auf der Strecke von den geführten Touren zu sein. Und wir sind hier an einem Café für die Touristen einfach und das ist natürlich super krass ausgebaut. Das wird es in Local-Gegenden so nie geben und hinter uns ist einfach das krasseste Bergpanorama bisher auf dem Hagiang. Also Leute, das ist so krass. Der erste Teil der Strecke ist so spektakulär von den Aussichten, aber auch
unglaublich voll. Also hier fährt ja eine Easy Rider Gruppe nach der nächsten. Hier kommt ein Viewpoint Café nach dem nächsten. Und man sieht auch so im Hintergrund in den Bergen, dass die Berge runtergefahren werden, teilweise wie die Ameisen. Man sieht so viele Motorradfahrer so eng aufeinander. Also die Sicht ist phänomenal. Ich gönne es hier, jedem hier zu sein. Aber es ist krass, vor allem wenn wir das mit jedem anderen Pass vergleichen, den wir bisher gefahren sind, wo wir im Prinzip alleine waren. Ja, es ist schon ein bisschen Motorradmassentourismus auf jeden Fall. Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Hier die Straße, der Parkplatz ist voll und die Leute parken die Straße hoch und runter mit den Motorrädern, weil hier kein Platz mehr ist. Guckt euch einfach mal die Aussicht hinter mir an. Da ist einfach ein Dorf im Tal. Dann gibt es so ein paar Dörfer, die sind mitten in den Bergen, zwischen den Bergen. Ich meine, diese Berge sind sowieso krass. Solche Formationen oder so, die gibt es, habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß es nicht. Und es ist so wunderschön hier. Wo wir schon wieder lang fahren, wir sind jetzt seit dem Café vielleicht so 15 Minuten gefahren. Erst den Berg runter, das war schon phänomenal. Und jetzt fahren wir wieder mitten durchs Gebirge auf den nächsten Berg hoch. Und da geht's jetzt vermutlich lang. Oh wow. Der ganze Teller Essen hat jetzt 150.000 Dong gekostet, also so 6 Euro, also 1,50 pro Person. Mega, mega gut. Ja, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Und weiter geht's. Nächster Stop, so 5 Kilometer weiter oder 10 Kilometer sind wir gefahren und die Landschaft hat sich komplett verändert. Es ist auf einmal super schroff und rough irgendwie. Richtige Felsklippen gucken überall raus, schwarze Steine. Mitten durch die Landschaften führt hier der Bergpass durch, ist perfekt reingeschnitten und ist ein richtig krasser Kontrast auch zu den dunklen Steinen. Es fährt sich auf jeden Fall richtig gut hier. Die Landschaft hier ist schon wieder so unglaublich eindrucksvoll und schon wieder so wie so eine Herr der Ringe Hobbit-Landschaft von irgendeinem bösen Land oder so. Die Steine, das Moos zwischendrin, das sieht alles so kalt und so gefährlich aus. Und ja, immer wenn so ein Auto kommt, habe ich so ein bisschen kurz Angst, dass es nicht ganz Abstand nimmt. Aber ja, hier geht's gerade runter. Wir haben einfach den ersten Sonnenschein seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit 3 oder 4 oder 5 Tagen, die wir jetzt hier unterwegs sind. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber die Sonne kommt einfach durch. Es ist so ein schönes Gefühl auf der Haut, einfach so die Wärme und die Kraft der Sonnenstrahlen zu spüren. Ich habe gerade schon gesagt, es fühlt sich an, als wäre man doch irgendwie eine Pflanze, die ein bisschen Photosynthese betreibt und man so tagelang kein Sonnenlicht hatte. Es ist so schön und die Kulisse hier ist absolut atemberaubend. Hier sind ein paar Local-Häuser. Und ja, ich weiß nicht, wir sind ziemlich hoch, wir sind bestimmt über 1000 Meter und hier geht's überall rein, die Klippen wieder raus, überall die Felsen. Ey, die erste Leitplanke an einer Straße. Das war knapp. Boah, wie die Straße weitergeht. Seht ihr das? Da hinten lang. Oh mein Gott. Wir sind hier an einem weiteren ungeplanten Spot, aber man kann manchmal einfach nicht anders als rechts ranfahren und ja, zur Aussicht laufen. Es ist so krass, wir haben hier so perfektes Licht mit dem Nebel und dem Rauch von den
von den Verbrennungen in den Orten, wie es da hochqualmt zwischen die Berge. Sieht total unreal aus. Und da unten kommen auf jeden Fall die nächsten Easy Rider. Wir sind jetzt wieder auf der normalen Strecke, kurz vor unserem Tagesendziel. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, während ich so hinten auf meinem Bike über Gott und die Welt nachgedacht habe. Und zwar hatten uns Leute gefragt, ob sie denken, dass wir das überhaupt noch schätzen können, die Landschaften, wenn wir jeden Tag krasse Landschaften sehen. Und ich glaube, dadurch, dass wir von dem Süden in den Norden gefahren sind und es Tag für Tag krasser wurde, hat man es eher Tag für Tag noch mehr geschätzt. Und ich glaube sogar, dass wir die Landschaften jetzt noch mehr schätzen können als ein normaler Hagyang-Fahrer, weil der denkt, das ist Vietnam, so ist das krass, okay, schön, nice, wow, Berge. Und wir sind so, oh mein Gott, wir mussten 3000 Kilometer fahren, um das zu sehen. Und das sieht aus, als gäbe es das nur in Computerspielen. Also wir fahren um jede Kurve und sagen einfach nur so, wow. Ah ja. Was ist das denn für eine schöne Unterkunft? Ein bisschen blaues Licht, aber unheimlich schön. Und groß und riesig. Und Sicht. Wow. Wir sind also final angekommen. Damit ist Tag 2 Hagyang auch geschafft. Die Aussichten. Man kann es eigentlich nicht in Worte fassen und wir haben insgesamt so 95 Kilometer geschrubbt, aber waren auch wieder echt lange unterwegs, von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr, dank vieler Pausen, vieler Aussichten. Es war echt ein richtig, richtig nicer Tag. Leute, es ist Tag 3 vom Hajang Loop. Wir haben eine Nacht hier in einem kleinen Dörfchen Pause gemacht. Guckt euch mal an, wo wir gerade sind. Sieht schon ganz cool aus. Aber die eigentliche gute Nachricht des Tages ist, dass es blauer Himmel und Sonnenschein ist. Wir haben durchgerechnet, das erste Mal seit 10 Tagen haben wir jetzt Sonne. Ich freue mich übertrieben drauf. Und bin einfach gleich viel, viel besser gelaunt morgens. Ja, wir packen gerade, dann geht's los und wir sind sehr gespannt auf Tag 3. Angeblich gibt's heute den besten Pass. Jetzt noch ein schnelles Banh Mi und dann kann's losgehen auf den Ma Pileng Pass. Let's go! Unser erstes Banh Mi des Tages oder Zwiebi, Zwischenbanh Mi. Wir fahren heute durch den Ma Pileng Pass. Das ist der schönste Pass vom Hajiang Loop. Ja, es ist noch das Banh Mi und dann geht's los. Also wir fahren jetzt wie immer noch nicht lange durch den Pass. Ich hatte die Drohne gerade oben, die Aufnahmen habt ihr ja gerade gesehen. Es sah absolut hammermäßig aus. Jetzt ist es aber Zeit, das Ganze auch mal mit Augen zu genießen, weil wenn ich Drohne fliege, gucke ich nur auf den Bildschirm und ich möchte diese Aussicht einsaugen. Ich filme jetzt mit der Kamera, aber guckt euch das mal an, ey. Diese Kalksteinberge im Hintergrund, diese Felsen, die einfach emporragen. Die Straße direkt lang. Ich verstehe, dass das die schönste Straße von Hajiang ist. Ich glaube, ich würde es sogar auf Platz 1 bisher ranken. Also es sieht ja so unglaublich krass aus, genau wie man sich's vorstellt. Ja, wir fahren jetzt mal weiter. Wir haben jetzt einfach hier irgendwo angehalten, auf einer geraden Strecke. Im Hintergrund sind die Berge zu sehen. Es sieht so schön aus. Es ist übelst ruhig.
Also wenn ihr nach Vietnam kommt, ihr müsst den Ha Giang fahren. Da führt kein Weg vorbei. Wenn mich jetzt Menschen fragen werden, was das krasseste Land ist, was die Landschaft angeht, werde ich einfach schnurstracks sagen, Vietnam. So was Schönes, Vielseitiges, Außergewöhnliches. Guckt euch mal die Kurve jetzt an. Einfach durch diesen Felsspalt vorbei und man weiß nicht, was einen erwartet. Und dann kommt der Blick. Wow, es geht so hoch. Wir stehen hier wieder am Straßenrand. Unter uns ist ein Fluss. Gegenüber ist so ein kleines Häuschen oder eine kleine Siedlung, die so in den Berg gezimmert sind. Und dann ragen die Berge empor. Es sieht wunderschön aus. Absoluter Fotospot. Die Punkte markieren wir euch alle in unserer interaktiven Karte. Dazu gibt es wie in Thailand auch einen PDF-Guide mit allen Vorbereitungen zur Reise. Und egal, ob ihr mit dem Nachtbus durch Vietnam reist, euch für ein paar Tage ein Motorrad ausleihen wollt, den Ha Giang Loop vielleicht selbst machen wollt oder, die Karte ist das perfekte Utensil für euch. Und ihr unterstützt uns enorm und ermöglicht diesen Kanal hier. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir sind jetzt fast ziemlich genau wieder im Tal. Jedenfalls bleibt es jetzt erstmal gerade. Tal ist immer noch auf 1300 Metern höchstwahrscheinlich. Aber es ist so schön, es ist so unheimlich grün überall. Es liegen immer noch so diese schwarzen Felsen der letzten Tage rum. Aber irgendwie ist es viel bewachsener, viel grüner und viel wärmer von der Landschaft her. Ihr habt euch ja einen schönen Spot rausgesucht. Ich werde gerade so ein bisschen sentimental, weil das Wetter ist perfekt, die Sicht ist perfekt. Das ist wahrscheinlich der krasseste Fahrtag des gesamten Vietnam-Roadtrips, von den Sichten, vom Wetter, von allem. Und ja, ich bin einfach so glücklich, dass wir das gemacht haben. Aber auch irgendwie traurig, dass es jetzt schon fast wieder vorbei ist. Wir haben gerade eben die 3000 Kilometer geknackt. Also 3000 Kilometer hat uns Mupsi jetzt schon durch Vietnam getragen. 500 bis 600 fahren wir noch. Ja. Krass. Einfach nur krass. Was waren das bitte für drei krasse Tage auf dem Ha Giang Loop? Also wir können absolut verstehen, warum das ein Must-Do-Highlight in Vietnam ist. Es ist landschaftlich unschlagbar. Wir sind ja von Süd nach Nord gefahren. Ha Giang ist jetzt schon recht weit am Ende. Wir haben noch ein paar coole Abenteuer geplant. Abonniert dafür auf jeden Fall. Und wenn du die anderen Reisetage sehen möchtest, dann guck auf jeden Fall mal in die Playlist in der Infobox vorbei. Wir müssen jetzt erstmal die Eindrücke verarbeiten, aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.